Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Ark Ragnarok. Ja, es war ja jetzt ein paar Tage Ruhe gewesen hier auf dem Server. Ich habe einfach meine, sagen wir mal, eine kleine Ark-Pause gebraucht. Hab nebenbei hier so für mich ein bisschen gespielt, gebaut, das zeige ich euch gleich alles noch. Und in der heutigen Folge wollen wir einfach mal, ich will anfangen mit dem Bau von einem, ja, Zuchthaus, Bruthaus. Ich will das hier in der Ecke nicht mehr so haben, das gefällt mir einfach nicht mehr. Außerdem ist das immer hier viel zu eng hier drinne. Und dafür möchte ich gerne ein extra Haus bauen. Und ja, das will ich heute machen. Und ich will noch mal ein bisschen zeigen, was sich in den letzten Tagen, sage ich mal, hier geändert hat. Also ich habe wieder mehr Lust auf Ark bekommen und will das jetzt auch wieder aufnehmen. Ja, ich zeige euch mal jetzt alle Tiere neu. Alles, was hier gebaut wurde, neu. Und zwar haben wir es endlich geschafft, bei den Argentavissen eine Farbmutation zu kriegen. Ja, die blaue. Das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis wir das dann irgendwann hatten. Und beziehungsweise konnten wir das dann auch weiter vererben, diese schöne blaue Farbe. Ja, der Wotan ist der Argentavis von Miss Nussbrick. Ja, die liegt da hinten vor der Kühlschränke und schläft. Und der Blue ist meiner. Oder die Blue. Ja, ist ja ein Weibchen. Ja, denn das hier in die Ecke möchte ich gerne wieder raus haben. Dann haben wir einen Industrie-Zerkleinerer, also ja, Zerkleinerer gebaut. Ja, war gar nicht so einfach. 2000 Kristalle auf Ragnarok ist anstrengend, kann ich nur sagen. Sehr, sehr anstrengend. Und ja, werden wir denn heute mal ein bisschen so bauen. Oder halt auch die nächsten Folgen mal ein bisschen bauen, weil Ark PvE, ja, ist ja der Server. Besteht halt auch viel aus Bauen und einfach nur mal so quatschen, ja. Ich möchte einfach mal mit euch so ein bisschen quatschen. Bei Ark, ich muss sagen, Ark bei YouTube, jeweils bei mir, ja, bei anderen nicht so, wird nicht so oft geschaut und ich möchte das gerne ändern. Und ich möchte einfach mal mit euch ein bisschen quatschen. Ihr könnt mal Vorschläge reinbringen, wie wir dieses Projekt Ark, ja, ein bisschen interessanter gestalten, ein bisschen mehr Spannung reinbringen und sowas. Ja, und jetzt fange ich einfach mal an mit Quatschen. Warte dann die nächsten Tage einfach mal ab, was ihr denn hier unter das Video schreibt, ja. Also, ja. Und ja, hier haben wir mal die Artefakte ein bisschen aufgereiht, was wir denn haben. Zwei Stück fehlen uns noch. Und zwei Stück, ja, das eine wollten wir ja letztes Mal holen in den letzten Folgen. Es ging aber ordentlich schief. Da sind wir ja zu dritt in der Höhle gestorben und naja, gut. Auf jeden Fall zwei fehlen uns noch für die Brutmutter und die zu beschwören. Ich habe aber schon überlegt, pass auf, die zwei, die uns fehlen, das sind jetzt welche für die Brutmutter. Wir haben aber alle anderen Artefakte, die relativ leicht zu finden waren. Warum beschwören wir denn nicht einfach als nächstes den Gorilla? Ja, das wäre zum Beispiel die nächste Option, die man hier noch machen könnte. Ja, gebaut haben wir hier auch ein bisschen, also reichen nebenbei noch ein bisschen was gemacht. Ja, Miss Nussbrick hat ein bisschen mitgefarmt. Oder ein bisschen ist gut, ziemlich viel sogar. Ja, hier haben wir unseren Quetzi, ja, ohne Sattel, ist in Rente, Gerda. Ja, hier ist unsere Eierlegerstation, die gefällt mir aber auch nicht, weil ich sage mal, ich renne viel zu selten hier auf diese Etage hoch, um zu sagen, ja, das lohnt sich hier oben und ich komme hier regelmäßig vorbei, um hier Eier mitzunehmen und ja, das gefällt mir noch nicht, das werde ich auf jeden Fall noch umbauen. So, denn die Vögel, außer der Quetzi, der Große, sind hier oben alle verschwunden. Den Quetzi habe ich glaube auch noch nie so richtig vorgestellt, oder? Den Quetzi hat der Charlie und der Klausi, haben den gezähmt, gefangen. Beziehungsweise ihren eigenen. Das ist die erste Nachtzucht davon gewesen. Und der gefällt mir super gut. Und dann haben sie gesagt, ja komm, den schenken wir dir. Der Kronos ist von Gurkenking. Ich benutze ihn eigentlich so gut wie gar nicht. Nur ein einziges Mal. Und darum steht er einfach immer noch hier. Und freut sich seines Lebens. Jo, dann haben wir hier eine Treppe gebaut. Ja, und zwar kommen wir denn hier auf die Etage für die Vögel zum Abhaken. Also ihr seht, es hat eine ganze Weile gedauert, braucht, bis wir die Farbmutation bei den Argentavissen drin haben. So, hier stehen auch noch zwei blaue, die werden aber verschenkt noch. Ja, ein Argentavis will der Johnny gerne haben und der andere, der wartet auch noch auf seinen Besitzer. Und, ja, Peteran und dann stehen hier, einen habe ich mal gezählt, der war Level 150, konnte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, dafür möchte ich auch gerne nochmal eine Zucht machen. Aber dafür brauchen wir immer unser neues, großes Häuschen. Ja,
Irgendwo war da hier eine Trittleiter. Das ist auch noch nicht so richtig schön hübsch. So, jetzt. Kannst du runterklettern. Das hier ist auch noch nicht so schön. Dann jedes Mal hier auf die Dinger drauf klettert. Denn, was hat sich noch geändert? Hier wurde jetzt noch was draufgebaut. Auf dieser Ruine. Quasi. Hier ist jetzt quasi die Verpaarungsboxen für die Agentause. Also hier stehen die großen Weibchen alle, ja. Mimiko, Juwel und Sandy. Und hier ist der Rio. Das war der Rio war unsere allererste Zucht in Sachen blaue Farbmutation. Ja, der hatte ein Level von 240. Das war echt krass. Ja, also er ist bisher der einzigste Dino auf dem Server, bei dem es möglich wäre, die 300 zu knacken. Ja, die bekommen ja 60 Level noch dazu, wenn man die schön auslevelt. Gut, er ist als Zuchtbulle quasi jetzt eingesetzt. Und wahrscheinlich wird er niemals die 300 erreichen, aber er hätte das Potenzial. Ja. So, die Griffins, die stehen jetzt hier auf die Plattform. So, jetzt schnappen wir uns mal. Und zwar bin ich meine Blue, the Bluey, noch nie wirklich geflogen. Ja, ich habe die letzte Mal ausgebrütet, großgezogen und danach musste ich dann offline. Das ist der erste Flug. Ja, und den Sattel ist von der Pimp My Dino Mod. Ja, ein wunderschöner Sattel. So, was haben wir denn hier? Wir haben ja, der hat einen Namen, seit wann hat der einen Namen? Toffee? Tirenzino? Hammer, ja, hier ist die neue Errungenschaft. Auch Level 150. Hat ein bisschen knusprig gezähmt. Da unten steht der Terrorbirds. Da war noch mal ein 150er dabei. Konnte ich mir auch nicht entgehen lassen. Ja, ich bin so ein kleiner Dino-Sammler, denn. Ja. Was ist denn noch neu? Neu, neu, neu. Oh, wir haben hier noch ein Schweinchen. Das kenne ich gar nicht. Okay. Gut, wir haben hier ein Schweinchen. Gut, unsere Stegos sind alle ein bisschen ausgehungert. Haben alle den Skinny gekriegt. Das waren Zwillinge gewesen. Die sind aus dem Ei geschlüpft von Charlie und Klausi in Tirenzino. Haben sie mir ein Ei geschenkt. Und da sind Drillinge sogar rausgekommen. Aber einen habe ich den beiden wieder zurückgegeben. Bei drei waren zu viel. Ja, so, was hat sich noch getan? Im Sumpf. Ja, wir haben jetzt einen Bronto und einen zweiten Giga. Und zwar der Bronto war Level 150. Wir brauchten einfach mal einen vernünftigen Bärensammler. Dafür ist der Bronto einfach nur genial. Ja, der macht ja einmal mit dem Schwanz. Da sind noch so viele wilde Pflanzen. Ja, der jagt die einmal durch. Hammergeil. Ja, sind die Aluzucht. Ja. Für die Kampfmusik. Okay, da wird schon wieder irgendwer gegen diese. Da hinten ist es genau. Gegen diese Palisaden. Diese Spikes. Wird wieder irgendein Vieh gegenrennen. Das Einzige, wo ich zurzeit nicht so wirklich Erfolge mit habe, ist bei der Rexsucht. Ja, ich habe hier ein schönes Weibchen, ich habe hier ein schönes Männchen. Aber da kommt irgendwie nichts Vernünftiges raus. Zurzeit. Ja. Ja, die Aluzucht, das ist noch nicht so mein Part, sage ich mal. Da ich da keinen richtigen Überblick habe, weil ich die Zucht nicht übernehme. So, dann sind wir hier bei den Säbelzahntigern. Das sind so die Tiere, die ich jetzt nicht loswerden wollte, aber halt, die brauchten auch wirklich einen schönen Stellplatz, so ein kleines Zuhäuschen, ne? So, hier ist ein Fenster zu der. Ah, so, okay. Ja, ein Giga haben wir letztes Mal gezähmt. Ich und der Mist Nussbrick. Der war, der Kleine hier, der Level 77er, der war am Anfang, glaube, Level 20? Ich glaube 20. Und er hier war Level 90. Ja, schon etwas anderes Kaliber. Also ist jetzt noch nicht voll mega, super, hyper gut. Aber schon nicht schlecht. Ja. Ich bin auch den noch nicht geritten. Ja, Mist Nussbrick hatte denn die Ehre, den quasi mit nach Hause zu schleppen. Ja, du kleiner Stinker. Was haben wir denn da eigentlich? Wir haben hier ein Weibchen. Ach, da ist auch ein Weibchen. Gut. Ja, Tante Bronto. Habe ich mir extra ein Weibchen ausgesucht, in der Hoffnung, dass da mal ein paar Eier legen oder so. Da hinten hatte ich noch ein paar Beete gebaut. Da muss ich noch Pflanzen reinschmeißen und Dünger. Einfach nur aus dem Grund, dass hier auch alles komplett sicher ist. Weil hin und wieder spawnen da hinten in der Ecke noch ein Piranhas. Entschuldigung. So.
Was gibt's denn noch Neues zu sagen? Hier die Pinguin. Oh, ein Kroko hat sich da verbissen. Okay. Ja, hier ist der Pinguinbereich und die Metrodons. Ich hatte mal gehört, dass man die Metrodons ja, quasi im Wasser legen soll, damit die Eier legen. Tja. Jungs. Ist ja noch nicht so dolle passiert, ne? Ja, bei Ark sind ja dann auch jetzt der Otter dazugekommen und der Phönix. Phönix ist mir jetzt noch nicht bekannt, dass Phönix auf Ragnarok drauf ist. Ja, ich kenne das jetzt nur unter... Ich mache mal Traglas hier. Ich kenne nur den Phönix bei Scorched Earth. Ja, wenn diese Mega-Hitze ausbricht, dann soll der wohl spawnen. Und dann auch wirklich nur für diese Zeit. Und naja, so. Aber den Otter haben wir hier schon gefunden. Wir hatten auch schon einen gehabt, nur der ist uns, ja, leider wieder gestorben. Also die kleinen Viecher halten wirklich nichts aus, sind auch total putzig und drollig. Ey, da hat jemand das Tor offen lassen. So, wo geht's denn noch weiter? Ja, die Schweinchenfarm da hinten, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr die schon kennt. Ja, da hinten sind auf jeden Fall ganz viele kleine Schweinchens, die kacken ordentlich. Und da in den Holzkäfigen sind Mistkäfer. Eigentlich waren es mal drei, jetzt nur noch zwei. Da ist uns mal ein Bronto runtergefallen und der hat den dann eiskalt erwischt. Ja, hat die ganzen Schweinchen hier durch die Gegend geschubbt. Und die Pflanzen waren nicht schnell genug, den Bronto zu killen. Ja. So, dann wollen wir doch mal zu der Ponyfarm gucken. Da gab es, ich sage mal, Massennachwuchs. Ja, Miss Nussbrich hat hier nochmal einen Wolf hingelegt. Und es gab ja ein sehr ziemlich großes Update bei Ark und es sind wieder sämtliche Bäume nachgespawnt. Und ich muss sagen, die sind gar nicht mal so hässlich. Ich meine, die stehen hier mitten in der Mauer, ja. Aber sind gar nicht mal so hässlich. Ja, also die lassen wir auch erstmal stehen. So, hier ist auf jeden Fall die kompletten Pony-Nachzuchten. Ne? Das ist alles eine Nachzucht. Da hat sie mal komplett alle Weibchen hier verpaart. Tor lässt sie auch einfach auf. Nee, nee, nee. Also, Miss Nostrik Pony, mit denen hat es. Ja. Muss mal gucken. Haben so viele Ponys eigentlich noch Futter? Oh, und da sind Massen sogar. Das ist sehr gut. Aber die, ich sehe gerade, die Wölfe haben nichts mehr. Okay, dann muss ich nachher nochmal ein bisschen füttern. Gut. So, was gibt's noch Neues? Also, ich fange auch gleich an mit dem Bauen. Ja, ich denke mal, ich werde das hier oben auf der Plattform irgendwo hinbauen. Ich wollte euch noch gerne was zeigen. Warte mal, wo ist es denn jetzt? Es müsste... Bin gerade ein wenig verwirrt. Ich müsste da oben sein. Und zwar gibt es da oben eine Obsidian-Quelle. Da habe ich mir einfach mal gedacht, komm, pass auf, stellst du mal Ankylos hin. Ja, Ankylos, die fahren ja relativ gut ab. Und ich wollte die nicht jedes Mal hin und her schleppen. Darum habe ich mir gedacht, pass auf, die stellt sie hier oben hin, die bleiben auch hier oben. Ja, da kann man auch schön ein bisschen Feuersteine sammeln. Obsidian gibt es eigentlich. Obsidian, das ist sehr tückisch hier. Und zwar unter diesen großen Felsbrocken. Hier zum Beispiel hier drunter. Ja, wenn du den abbaust, da sind auf einmal dennoch mal ein paar Obsidian-Brocken hinter. Ja, das ist sehr tückisch. Darum stehen die beide hier, die haben den Partnerbonus, ernten dann auch noch ein bisschen mehr ab. Und geplant sind jetzt auf jeden Fall ein paar schöne große Bauprojekte. Ich hatte erst überlegt, ihr habt, wenn man jetzt quasi meinen Kopf als Zielmarker nimmt, hier eine Brücke zu bauen und die geht dann quasi hier hoch. Und dann hier oben einfach noch was Schönes hinbauen. Einfach nur mal, weil Platz da ist. Und dann da oben vielleicht noch mal irgendwas Schönes hinbauen, mal schauen. Das war so mein erster Grundgedanke, den ich hatte. Jetzt war ich natürlich überlegen. Ja, was kann man denn, wo kann man denn quasi diese Brutstation am besten, sage ich mal, hinbauen? Baut man das direkt hier dran? Ist da? Dass man sagt, man nimmt das hier und baut es einfach noch ein bisschen. Hier zum Beispiel, hier ist eine wunderschöne ebene Fläche. Die ist echt sehr gut dafür, dass man hier das Bruthaus hinbaut. Darauf hätte ich eigentlich schon total Bock. Ja. Und bevor ich mir total den Kopf abquatsche, würde ich doch sagen, gehen wir doch einfach schon mal ein paar... der Mond. Warum ist denn der grün? Das bei euch auch so in der Aufnahme? Ja, ich glaube. Da waren so grüne Flecken drauf. Cool. Auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen vorgefarmt. Also ich muss jetzt hier nicht komplett alles von vorne farmen.
habe ein kleines bisschen vorbereitet gehabt. Nicht komplett alles. Ist das hell hier drin? auf jeden Fall werde ich schon mal ein paar Fundamente bauen. Warum habe ich hier eine Ordneransicht? Sehe ich ja jetzt gerade. Weg damit. Ich will keine Ordneransicht. So. Und was wir auch unbedingt mal zusammen sammeln müssen, ist das hier. Ja, den Replikator. Will ich unbedingt haben. Es wird aber noch eine ganze Menge fehlen. Polymer ist kein Problem, Metall auch nicht. Kristall kriegen wir auch noch hin. Schwarze Perlen wird ein bisschen schwierig. Und das Element machen wir denn bei den Bossen. Schwarze Perlen gibt es aber mit dem Otter wohl. Ja, also das heißt, wir brauchen hier noch eine kleine Otterarmee. Und dann gehen wir mal auf schwarze Perlenjagd. Ja, also der Otter hat wohl die Fähigkeit, ich glaube Siliziumperlen und schwarze Perlen aus Fischen rauszusammeln. So. Wir bauen alles aus Stein. Darum sagen wir mal, die 84 ist vielleicht so viel. Wir sagen einfach mal, bau mir mal bitte erstmal 40. So, und den Hintergrund, also ich höre es gerade, wird gerade gebohrt am Haus. Ich versuche einfach mal in der Zeit, wo der so laut bohrt, einfach mal meinen Mund zu halten, damit es nicht aufgenommen wird. Hey, wir haben hier noch einiges an Bauzeugs. Warte mal, dann kann ich doch das abbrechen, dann brauche ich ja nicht so viel bauen. Abbrechen, bitte hier, da, jetzt. Wie viel hast du denn jetzt gebaut? Wie viel hast du denn gebaut? 6, naja, okay, das lassen wir jetzt so. Was werden wir auf jeden Fall noch brauchen? Wir brauchen ein Tor. Dann wird ja nur ausgebrütet, das heißt, wir brauchen da kein mega, hyper großes Megator. So, jetzt hat er wieder aufgehört mit Bohren. Der Schweinehund. Ich bin dann überlegen, ob ich das denn irgendwie nachhinein noch rausschneide. Weil das geht mir dann doch ein bisschen auf den Puffer. So. Ich würde auch gerne mit Glas arbeiten. Nur dafür brauche ich dann auch nochmal Kristall. Davon ist ja nicht mehr so viel da, ne? Ja, wir bauen erstmal, ich denke mal, das Fundament. Bin dann überlegen, ob wir nicht gleich schon mal ein paar Treppen mitnehmen. Ach ne, wir bauen ja mal das Fundament. Vogel? Da. Ah, lass uns aber. Da, nu, jetzt, ja. Ah. So. Ja, was gibt's sonst Neues? Und zwar. Bei YouTube, mir ist da mal sowas aufgefallen und zwar, ich sage mal so, die Abonnenten steigen kontinuierlich, so immer so peu à peu, was voll super ist. Emma, Dankeschön nochmal dafür. Und was mir aber dolle aufgefallen ist, die Klicks, die Aufrufe gehen dafür aber ein bisschen zurück. Ja, und ja, das wundert mich natürlich ein bisschen, warum und wieso, weshalb. Ja. Es wären quasi mehr Leute, aber die Aufrufe wären halt weniger. Ich habe das schon bei anderen gesehen. Ich glaube, ich muss hier die beiden Bäume entfernen. Ich habe das schon bei anderen gesehen, die haben weitaus mehr Abonnenten. Ja, also Abonnenten ist nicht alles. Also mir ist es halt lieber wenig Abonnenten, aber dafür halt, dass die Aufrufe stimmen. Das würde mir zum Beispiel viel, viel mehr gefallen, sage ich mal, ja. Ich habe nichts gegen Abonnenten, überhaupt gar nichts, ja, freue mich sogar darüber. Aber ich würde gerne wieder die Aufrufe, die waren auf jeden Fall schon mal höher gewesen. Das würde ich gerne wieder irgendwie hinkriegen, dass das wieder besser wird, ja. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Auf jeden Fall, vielleicht könnt ihr mir helfen. Vielleicht könnt ihr mir einfach mal helfen, hey, daran könnte es liegen oder keine Ahnung, ja. Könnt ihr mal, wenn ihr Ideen habt dazu.
Das ist eine Ziellinie? Ja, okay. Ihr könnt ja gerne mal dazu was schreiben. Mal. Nehmen einfach mal hier die Kante. Das heißt, das hier nehmen wir mal weg. Hier mal eine gerade Kante hinzaubern. So, haben wir einen schönen Übergang und bleibt auch schön gerade. Und zwar mir das halt bei anderen auch schon aufgefallen, die weitaus mehr haben. Aber dann quasi im Verhältnis zu den Aufrufen gesehen, sogar noch teilweise noch weniger, wie ich habe. Ja, das ist, mich würde mal gerne interessieren, wie, warum, weshalb. Ja, sind denn die Projekte irgendwann nach der Zeit langweilig oder, wie kann man zum Beispiel dieses Ark-Projekt, weil es ja PvE ist, kann man das noch weiter aufpäppeln? Ja, dass es wieder, ich sage mal, um einiges interessanter ist. Ja. So, ich mache jetzt einfach nur mal einen Rahmen. Das hier, das wird auf jeden Fall nicht so bleiben. Ja, ich will hier einfach nur eine schöne, saubere Kante haben, wo ich dann weiter rum doktoren kann. Ich würde ja gerne auch was mit Dreiecken, also dass das nicht einfach nur, ich sage mal, ein Klumpen in der Landschaft ist. Oh, das passt sogar super, das ist schön. Ja, die Wand werde ich dann später nochmal irgendwie bearbeiten, sodass das auch wirklich alles dazu passt. Ja, so, jetzt kann ich hier rüberbeugen. Zwar, ich würde gerne mal von euch wissen, wie man das Projekt hier interessanter machen kann. Dass ihr auch wieder Spaß dran habt, zuzuschauen. Ark ist jetzt natürlich nicht so, also bei uns ist es jetzt nicht so, sage ich mal, dass wir hier irgendwie PvP haben, uns gegenseitig andauernd bekabbeln. PvE ist, sage ich mal, doch um einiges, das muss man anders gestalten in meinen Augen. Ja, PvE. Da zählt natürlich das Dino-Zähmen, das Züchten, das Bauen, Höhlen erkunden und sowas. Das ist jetzt, ich sage mal, für mich, wenn ich jetzt selber Ark schaue, ist das für mich wesentlicher als, ja, ich renne jetzt den ganzen Tag durch die Gegend und mache dies und das und dies und das und das. Ja, ich würde super gerne mal ein Ark-PvP-Projekt machen, aber ich sage mal, es fehlen die Leute irgendwo dazu. Irgendwo fehlen dafür halt die Leute. Ja, weil ist Klausi ist dabei, Charlie, der steht nicht so wirklich auf PvP. So, das heißt, ich wäre erstmal mit dem Klausi alleine. Ja. Und zu zweiten PvP-Projekt, naja, ist jetzt nicht gerade die spannendste Sache, ne? Gut, so, jetzt sehe ich nochmal hier die Fundamente. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 10er Breite, das ist schon mordsmäßig viel. Das reicht mir auch sogar, ehrlich gesagt. So. Zack, zack. Also 10 mal 10 für ein Bruthaus quasi ist das schon extremst. Das ist schon ordentlich. So, dann können wir ab hier wieder. Ich Stein auch wieder. Gut. So, dann kann ich ab hier wieder aufnehmen. Jo, zu früh. Ja, so, und weil ja Ark, sag ich mal, jetzt wieder alle 3 Tage kommen sollen, werde ich auch jetzt nicht die Monsterlängen an Folgen machen. Also, jetzt sind wir bei, ich gucke gerade, bei 23 Minuten. Ich würde sagen, das reicht mir erstmal. Dafür mache ich dann lieber mal wieder ein paar Folgen mehr und die kommen dann auch wieder viel, viel regelmäßiger. Darum sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle Tschüssikowski. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefällt, lasst doch ein Däumchen da. Eine Bewertung ist immer toll. Ja? Haut einen Kommi drunter zu den Fragen, die ich jetzt so euch gestellt habe. Ich werde wahrscheinlich nicht direkt im nächsten Video darauf antworten können, weil ich jetzt wieder ein paar Folgen mehr aufnehmen möchte. Ich werde mich aber so schnell es geht bei euch melden und ich versuche das dann auch wieder im Let's Play umzusetzen, ja, zu realisieren. Ja. Und wenn du neu bist hier auf dem Kanal und du einfach keine Folgen verpassen willst von Ark oder den anderen Projekten, dann lass da einfach ein Abo da und dann siehst du mehr von uns hier. Ne? Du, Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss!